So. Überfall auf Eben-Emael. Die Fälsche Megagruppe Granit ist bereit, den Überfall auf die belgische Festung Eben-Emael auszuführen. Sollen wir den Überfall ausführen? Ja. Entweder los, los, los oder nein, das ist es nicht wert. Los, los, los. Natürlich sollen die den Angriff ausführen. So, als erstes wollen wir uns mal Niederlande holen. Dazu greifen wir die jetzt einfach mal ganz frech hier oben an. Erstmal auf Groningen. So. Dann kann der nämlich nach Arnheim. Rotterdam bombardieren. Einige der hochrangigen Generäle bezweifeln, dass die Bombardierung von Rotterdam dazu führen wird, dass Holland kapituliert. Sollen wir den Befehl ausgeben? Entweder eher sofort, dann verliere ich ein paar Bomber, oder nein, die Bomber werden woanders gebraucht. Machen wir eher sofort. Ja, Wilhelmshaven. Meine Bomber sind weg. Aber kapituliert. Die Bombardierung ihrer Städte hatte den gewünschten Effekt. Die holländische Armee gibt auf. Und ja. Perfekt. Perfekt. So. Dann habe ich jetzt auch wieder zwei Bomber. Ja. Da muss ich jetzt nur meine Truppen hier anders hinstellen. So, als nächstes ist dann Belgien dran. Okay. Eben Utrecht von den Franzosen säubern. Und während da fleißig gekämpft wird, kann ich hier noch nichts machen. Okay. Aber ich werde jetzt Antwerpen angreifen. Dann geht der eben dahin. So, Angriff unterstützen. Ich schaffe das, glaube ich, nicht mehr mit einem strategischen Sieg, aber das ist nicht wichtig. So. Dann rückt der mal hierhin vor. Wird unterstützt dabei. So. Da müssen wir hier eben kurz warten. Okay, meine Flugzeuge haben wir jetzt hier erfüllt. Angriff auf Gent. Angriff unterstützen. So. Beides. Dann wollen wir jetzt mal auf Belgien niederschmettern.
Ja. Ach, der greift noch an. Okay, gut. Der geht hier hin. Und hat ein paar Männer verloren. Beziehungsweise ein paar Flugzeuge. Geht dem hier mit hin. Um da ein bisschen die Flugzeuge damit zu schützen. So. Okay, Gent ist jetzt auch gefallen. Dann teilen wir dich hier mal auf. Damit wir dann auch Brüssel einnehmen. Okay. Der geht dahin. Der geht dahin. Der teilt sich mal auf. Der Teil geht dahin. Der andere bleibt da, aber unterstützt den Angriff. Überquerung der Meuse. Die Franzosen verlassen ihre Position an der Margot-Linie. Heeresgruppe C unverzüglich freistellen. Sehr schön. Kann ich jetzt auch angreifen. Aber voll Rinder. So, Sieg, 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 Sieg. Der Niedergang Belgiens. Heute haben die belgischen Streitkräfte kapituliert. Auf nach Paris. Ja. So. Dann kann der jetzt auf Luxemburg unterstützen. Der kann mit nach Straßburg. Sieg Luxemburg. Luxemburg, Luxemburg. Ja, die beiden gehen dann hier rauf. Angriff unterstützen. Der hier, der teilt sich mal. Geht da oben hin. Angriff unterstützen. Strategischer Sieg. Was? Ah, nee, das gibt es nicht. Ich war zu lahmarschig. Ah. Na. Strategischer Sieg. Die deutsche Kriegsmaschine liegt verstreut an der Grenze zu Frankreich und die zerschlagenen Hoffnungen der Blitzkriegdoktrin gleich mit ihr. Von einem schlecht vorbereiteten, aber mutigen und entschlossenen Feind aufgehalten, wurden die deutschen Truppen entschieden geschlagen und sind zurück ins Reich geflohen, wo sie jetzt nur den unvermeidlichen Gegenschlag der Alliierten abwarten können. Hitler ist wütend und die deutschen Kommandeure werden einer strengen Verhandlung und noch strengere Verurteilung zum Tode durch ein Exekutionskommando unterzogen. So, und hier mache ich noch meinen Break und dann kommt jetzt gleich noch so ein kleiner Puppelteil hinterher. Bis gleich.